Hallo und herzlich willkommen, ja, mal wieder zu einer weiteren Folge von diesem schicken TCG-Game. Ich mag es, da draußen stummeln sich auch schon die Kunden und es geht jetzt gleich auch los, aber vorab muss ich kurz was sagen. Diese Folge wurde schon mal aufgenommen, ihr seht es oben links, da steht Tag 15, richtig. Ihr habt also den Tag 14 verpasst. Naja, ich sag mal, so richtig wilde Sachen habt ihr nicht verpasst. Ich habe aus irgendwelchen Gründen, die Folge irgendwie zu kurz aufgenommen und dann fehlten da am Ende Sachen. Gut. Also habe ich beschlossen, komm, so viel ist jetzt auch nicht passiert. Dann machen wir doch einfach nochmal neu. Also machen wir den Tag einfach nochmal komplett neu. Ist ja kein Problem. Ich räume mal eben ein bisschen auf. Oh, hier ist noch alles voll. Warte mal, die nehmen wir mal dahin. Dann räumen wir nochmal hier die Karten ein. 92 Cent. Momentchen mal, sind die jetzt nach Preis sortiert? 92 Cent ist wirklich, what the heck, das Beste, was ich habe? Ist das dein Ernst? Ja. Okay, dann lassen wir das nochmal. Und dann öffnen wir mal direkt noch ein paar Packs. Einfach mal so zu Beginn. Na gut, dann ist das wohl so. Schade irgendwie. So, 1,96, da gibt es auch schon mal was, ne? Da geht doch schon mal was. 3,35, ja, ist leider unter dem Verkaufspreis. Das ist immer ein bisschen schwierig. 2,3, das ist schon besser. Das sind drei Karten, die ich gut verkaufen kann. Gucken wir mal. Ich finde immer, wenn man sich das so anguckt, in einem Let's Play, wirkt das immer ganz anders, als wenn man das selber spielt. Ne? Ich gucke tatsächlich jetzt nur auf den Kartenwert. Die ist aber schön. Boah, ich finde sowieso, dass die Karten sehr schön gemacht sind. Ich bin sehr froh, dass es das nicht wirklich gibt. Die ist auch schön. Nimbokulo. Wolken. Hast du nicht gesehen? Irgendwas. 4,7 Brysic. Ja, guck mal hier. Die können wir ordentlich verkaufen. Ja, ich denke, da haben wir mal ein bisschen mehr als diese 17-Cent-Karten oder so. Auch gut, 6,21. Ja gut, sehr gut. Wenn jetzt der Laden wirklich mir gehören würde, ja, dann würde ich eine Excel-Tabelle ausfüllen. Welche Karten ziehe ich und welche Karten verkaufe ich für welchen Preis? Oh, 5,70, das war gut. Ja, und mache ich da Gewinn oder nicht? Das würde ich tun. Monkey, wie ich bin, würde ich das tun. Gut, dann räumen wir hier mal auf und füllen mal ab. 7,24. 20% finde ich gut. Ui, was? Vielleicht ein bisschen viel mehr eingestellt. Die haben wir noch gar nicht verkauft. Wir haben ja gesagt, dass wir über den Karten tatsächlich die normalen Preise machen. So, hier die unrunden, unglatten Preise. So. Hier können wir ein bisschen auffüllen. Da die Wichtelmänner sind schon aufgefüllt, müssen wir eigentlich da die Preise nochmal checken. Ja, so ein bisschen haben die sich geändert, ne? Ah, wait. Nee, doch nicht. Die haben sich doch nicht geändert. Ich habe nur vergessen, auf Runden zu klicken. So nämlich. Ja, dann machen wir das nur mal gelegentlich, würde ich sagen. Gut. Und dann machen wir jetzt noch einen kurzen Einkaufscheck. Wir brauchen blaue Würfel. Warte, bevor wir das machen, machen wir Rechnungen. Ja, genau. Dann bezahlen wir einfach mal alles. Dann haben wir nämlich noch 800 über. Also ist das besser, wenn man das ein bisschen ausgibt. Also ich fühle mich einfach besser dann. So, das nehmen wir. Und das nehmen wir auch. Die können wir noch nicht, da fehlt Level 12, um die neuen Tetramon, die epischen Kartenpacks freizuschalten. Da habe ich aber Bock drauf. Ich hoffe, dass wir das vielleicht in dieser Folge schaffen werden. Hiervon werden wir was kaufen. Die werden wir mal kaufen. Die finde ich auch richtig gut, diese Hüllen. 500. Blaue Würfel. Und jetzt noch mal kurz gucken. Der Rest ist eigentlich noch da. Ah ja, hier die normalen Karten habe ich total vergessen. genau, da habe ich jetzt auch... Ne, Quatsch, die hier muss ich nehmen, sorry. In den Warenkorb legen und den ganzen Kram bestellen. Ja, und während die Kunden sich jetzt hier schon mal rumtummeln, nehme ich schon mal den ersten, wie sie reinstürmen, das ist ja Wahnsinn. Nehme ich ja schon mal die ersten Karton in die Hand und go for it.
So, Regalabschnitt ist voll. Das ist schön. Kommt schon jemand zur Kasse? $18 dafür ist fair. Ja, ja, ja. Ja, ich habe die 10 Folgen, nehme ich halt alle am Stück auf, ja, nur damit ihr euch nicht wundert. Und deswegen kann ich auch nur bedingt auf Feedback eingehen. Hier, was ist die Mr. Krabs-Karte, sagst du? So, bitteschön. Ich habe schon gesehen, da gab es eine Folge auch schon mit Daumen nach unten. Ich weiß gar nicht warum. Es hilft einem natürlich nicht so unbedingt. Es hilft einem eher, wenn jemand schreibt, was er denn gerne sehen wollen würde oder was das Problem gerade ist. Ja, seid da nicht schüchtern. Schreibt das einfach, wenn ihr Bock habt, ne? Euch damit auseinanderzusetzen. Ja, dann einfach schreiben. Man kann über alles sprechen, quasi. Schon überlegt, ob es am Ton liegt oder an meiner Stimme oder ob ich irgendwas Falsches gesagt habe, aber ist auch egal, am Ende findet man es nicht raus, ne? Wenn da jemand nicht drüber reden will. Warte mal, ist das jetzt hier? Ja, die Box ist leer. Spray. Spray, Spray, Spray. Ja, tun wir das Spray einfach mal dahin. So. Oh, ich hatte vielleicht noch blaue Würfel. So, schönen guten Tag. Heute nicht beim Tennis? Was? Der Platz ist zu. Das soll ja auch nicht wahr sein. Ist auch schön, wenn man so Spiele als Rollenspiel angeht, ne? So, 48,90. Vielen Dank. Und auf Wiedersehen. So, Karten wurden schon wieder gekauft. Das heißt, wir können da schon wieder mal nachrüsten. Oh, ich sehe gar nichts. $2,45. Sehr gut. Ja, mit dieser eine ganz besondere Karte habt ihr ja gesehen, ne? Hier ist ein Dunkeldeck oder wie das heißt. Gruselige Sache. So, ich hätte gern schon tatsächlich noch diese Ladenlevel 12. Das fände ich schon cool. 1,85. Wir haben schon einen Preis eingestellt. Okay, gut. So. Was ist das denn? Das ist doch diese Box. Na, da können wir die doch... Ah, können nicht gemischt werden. Das ist ja bedauerlich. Hallo. Welche Würfelchen? So, nächster bitte. So. Bräuchten wir jemanden, der auffüllt, oder bräuchten wir jemanden, der die Kasse macht? Ehrlicherweise, ich weiß gar nicht. Hier einmal Stinky Spray. Kein Problem. Ich werde jetzt übrigens die letzten 3 Folgen quasi, also hier 8, 9 und 10, mache ich jetzt am Stück, nehme ich jetzt am Stück auf. So, guck mal, das ist doch schön. Das kann man einfach direkt so einräumen. Das ist schade, dass man die hier nicht mischen kann. Dann würde man so ein schickes Mischungsdeck zusammenstellen quasi. Das wäre auch nicht so eine schlechte Sache. Ich muss mehr... Hallo? Ich muss mehr Decks aufmachen. Kommen auch so viele Leute, ne? So, Raumspray ist auch wieder unser Running-Man. Die Box ist leer. Hervorragend. Zack. Ja, ich hätte mein Plädoyer ja schon gehalten für... mein Plädoyer für weniger Lagebestände, weil das einfach Material quasi bindet, ne? Greifen Sie zu, Gott, so teuer. Ja, die hat sich jetzt meine Karte angeguckt, ne? Meine Dunkelkarte, aber das ist nicht schlimm, die ist ja nur zu Demonstrationszwecken da, ne? Oh,
Von daher, alles gut. Kann jeder machen, was er will. Öffnen wir die mal. Vielleicht haben wir da ein paar schicke Karten. Ja, nicht so unbedingt. Es gibt auch die Möglichkeit, diese schlechten Karten halt zu sogenannten Bulk Packs zusammenzufassen. Das machen wir vielleicht auch noch. Oh, Achievement. 100 Kartenpäckchen geöffnet. So. Dafür brauchen wir aber die Werkbank. Die müssen wir dann auch hier irgendwo hinstellen. Das wird alles ein bisschen sehr eng. So. Mal sehen. 86 Cent. Oh Gott im Himmel. Jetzt aber. Hm. Ich sehe das da. Seht ihr da, wo der Mauszeiger drum rumkreist? Da ist die Dunkelkarte. So. Schnell noch ein paar Karten öffnen. Ah, keine von richtigem Wert dabei. 5 Euro irgendwas. Nice. Ich bin mein bester Kunde. Das kriegen die Kunden auch mit. Die wundern sich so ein bisschen, aber naja. 39 für ein Stofftier. Oh, guck mal hier. 7 Dollar zurück. Also so sehr ich das hier mag, ich würde mir immer Vorwürfe machen, ich würde mein Geld für irgendwelchen Plunder rausgeben tatsächlich. Das ist, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich da ein bisschen komisch gepolt, glaube ich. Oh, warte, da ist gar kein Preis. So. Ich weiß nicht, ich glaube, ich wurde einfach falsch erzogen. Heute Morgen schon die Diskussion gehabt, was heißt Diskussion? Die Idee, darüber zu sprechen, dass ich mich nicht traue, Spiele zurückzugeben. Ach, komisch, ne? So, guck mal. Wir sparen mal noch einen Moment. Bevor ich jetzt hier wieder Geld ausgebe für irgendwas, sparen wir mal, um zu gucken. Was sind das denn? Weiße Würfel hier. Huch, die Box ist leer. Die Diskussion, dass ich mich nicht so richtig traue, Spiele zurückzugeben, wenn sie mir nicht so richtig gefallen. Das ist irgendwie komisch, ne? Weil unsere Welt sagt, das wäre ja in Ordnung, das könnte man tun. Aber irgendwie tue ich mich da schwer tatsächlich. Naja, ist vielleicht ein anderes Thema für einen anderen Stream, hätte ich fast gesagt. Zumindest für ein anderes Spiel. Zu einer anderen Zeit. Oh, hier ist der Preis noch nicht fest. Guten Tag. Dicke Packs. Sind da. Da sind doch auch nur die Päckchen drin, oder? Ich meine, da sind doch keine. Also die Karten sind ja nicht ausgelagert, ne? Nehmen Sie reichlich, junger Mann. Nehmen Sie reichlich. Ich bin gespannt, wenn man das Spiel selber spielen kann. Warte mal. Bin ich sehr gespannt, ob man da Würfel für braucht oder ob die Würfel einfach nur so just for the lols sind. Ja, ist halt nix, ne? Eigentlich bräuchte man damit den Kartentisch gar nicht erst belasten. Na, mit der 82 dann schon. Können wir mal schnell noch machen hier. Spray, Würfel. Oh. Ja, Wahnsinnskarte. Wahnsinnskarte 323. Wiedersehen. Wir haben viel Geld tatsächlich. Ja. Genau, warum ich übrigens die letzte Folge nicht veröffentlicht habe, ist eben, dass ich, das war Tag 14, da habe ich halt angefangen aufzunehmen. Vergessen, meinen Timer zu stellen. Und dann stand ich hier so um 6 Uhr und dachte, Momentchen mal, kann das sein, dass der Tag schon rum ist? Ja, und hatte mich dann dazu entschieden, ja, ich glaube, der Tag ist schon rum. Und die Aufnahmezeit ist dann schon so. Ich wollte jetzt nicht eine Dreiviertelstunden-Folge machen. Ja, sehr gut. 2 fette, gute Karten.
3,10 Euro, 1,30, 4,86 Kyrone. Ich würde mal interessieren, ich habe mich nicht ganz so mit dem Spiel auseinandergesetzt, bevor ich gekauft habe. Ich würde mal interessieren, ob die Leute wirklich so ein Kartenspiel rausgebracht haben, ob es das schon gibt. Vielleicht habe ich es nicht mitbekommen oder so. Würde mich wirklich interessieren. Oder ob die Leute das noch rausbringen wollen. Also ist doch spannend eigentlich, oder? So, oh, da kommt ein Müffler. Das ist, Moment, da müssen wir sofort an Hand anlegen. Ma'am, also sorry, aber das ist, nee, genau, das geht so nicht. Ja. So. Zwei Karten direkt. Naja, 51, 40. Bisschen was hier mit den Karten. Ja, das passt schon. Hier sind die Schweine, da sind die weißen Würfelchen. Guck mal, da können wir ein bisschen auffüllen. Hier oben können wir, die Box ist leer, alles klar. So. Ich finde es interessant bei diesen Spielen, dass man immer so alternative Lebensdinge macht. Ne? Also zum Beispiel hier Kochen haben wir ja schon gemacht, Golfen, Truckfahrer sein, all so eine Sachen. Okay, jetzt das letzte blaue Päckchen, was ich habe. 4,16, nice. 6,13, ja, wundervoll. Wow, das war ein geiles Päckchen. So, ich glaube hier, ja, die Box ist leer. Wenn wir da so eine Box am Tag machen, warum nicht? So, Dankeschön, 37 kriegen Sie zurück. Kein Problem, Dankeschön, auf Wiedersehen, Dankeschön. Ja, wie auch immer. Das hier können wir auch mal auffüllen. So, da hinten laufen so die ganzen Nerds. Hervorragend. Alle gehen nach Hause. Der Tag ist rum. Ja, kauft ruhig noch was, wenn ihr nichts kauft. Dann raus hier. Wow, ich muss eins davon nehmen. Na gut, dann. Ja, sie drängelt sich vor. Ja, er ist noch nicht fertig mit seinem Einkauf. Moment, er hat gesagt, er nimmt eins davon und geht. Sir, Sir, haben Sie vielleicht was ge... Haben Sie... Sie haben doch gesagt, Sie nehmen davon eins. Crazy. Abrechnung, Abrechnung. Ich trinke mal ein Stück Wasser. Ich trinke viel zu selten. Viel zu wenig. Naja. Gut. Tag 16. Ich finde, wir können überlegen, ob wir was erweitern. Und jetzt gibt es immer die Frage, wir könnten den Shop erweitern für 500. Dann hätten wir noch 1200. Wir könnten noch mal gucken, was die Werkbank kostet, ob wir noch mal hier sowas kaufen würden wollen würden. 1000. Oh. Was habe ich gesagt? Was kostet das? 500? Ja, 500 die Erweiterung. Das wäre dann das Stück hier. Ne? Hier seht ihr ja, ihr seht hier den Pimpf dazwischen hier ungefähr. Das Stück würde dann erweitert werden. Oder, warte mal, noch viel besser, wir können vielleicht hier mal gucken, das würde ich vielleicht sogar als erstes nehmen. Einfach mal ein neues Pack hier. Bong! Unlock Epic Card Pack License. Hervorragend. Das legen wir mal in den Warenkorb, die kaufen wir einfach mal. Dann brauchen wir die roten Päckchen auf jeden Fall. Können wir besser sogar zwei nehmen, würde ich sagen. Dann brauchen wir einmal Schweine, einmal weiße Würfel. Wie das klingt. Einmal die Schweinewürfel hier.
Sind die Schweine denn bei Figuren? Sind die Schweine hier? So, da sind wir bei 646. Da ist halt nicht mehr viel mit ausgeben, ne? Mit erweitern. Also erweitern ist dann nicht mehr. Noch ein Regal könnte man nehmen oder sowas. Aber wir könnten natürlich auch einfach sparen und dann gucken, ob wir die Werkbank zu Ende kriegen. Lass uns das mal so machen. So. Und ich würde sagen, wir gehen mal für die Schweine. Nö, eigentlich wollte ich das nicht. Na gut. Box ist leer. Wir gehen mal für die hier, die sind cool. Guck mal, jetzt sortieren wir die hier mal rein. Die Box ist leer. Ja. So, und dann nehmen wir natürlich einfach mal den ganzen vollen Preis. 6 Euro für so ein Kärtchen. Und wir öffnen einfach mal eins. Das sind halt jetzt die epischen, glaube ich. 50 Cent, 39 Cent. Ja, die sind schon ein bisschen... Da geht schon ein bisschen mehr. Oh, 8,22. Und alles sind neu. Bams. Nice. Oh Gott. Na gut, eins noch. Sagen wir mal zwei noch. Eins aus jeder Sache. Einfach schön durchmischen das Ganze. Okay, das hier ist eine Miete. Das ist schon mal gut. Collected 100 Cards. Oh Gott, ich mache aber auch gerade die Achievements hier. Ne? 9,89. Hervorragend. Na gut, wir verkaufen die für 6. Na ja, gut, da geht dann halt schon was, ne? So, wir machen mal auf. Und räumen mal ein. So, was waren denn das hier für welche? Das waren die roten. Ah ja, okay. Müssen wir mal so ein bisschen im Blick halten. Steht da schon einer an der Kasse, aber... Tach. Einmal ein Schwein. Warum ist der Schweinkorb, sag mal. Wollen wir vielleicht mal für einen Mitarbeiter gehen? Ich würde ja fragen, habt ihr da Bock drauf? Mitarbeiter und so? Hier ist so ein Kassierer einfach. Ne? Dann hätten wir das einfach mal von der Backe. Könnte ich mich rein mit Shop-Sachen beschäftigen. Und ich würde sagen, wir nehmen uns einfach einen ganz schicken Studenten. Ja, einen ganz scharfen Studenten am besten. So, und hier auch nochmal. Also die Preise hier auf dem Board... Ja, die steigen langsam. Das ist aber auch gut. 20% für so ein Ding. So, Hallöchen. Ein Päckchen, sagen wir. Das ist ja Wahnsinn. Haben wir richtig Taschengeld bekommen, oder was? Hat noch keiner so ein pinkes Pack gekauft? Das kann ja nicht sein, oder? Jetzt wird euch los. Oh, jetzt aber hier. Premiere. Hervorragend. 6. Rare Card Pack ist sicher teuer. Was? Ist zu teuer, sagst du? Nee, kann ich nicht dein Ernst sein, oder? Ist das zu teuer? 5,71. Machen wir es mal auf 5. 3, 4, 5. Machen wir es mal so. Ich finde halt, man gewinnt. Also. Wir gucken gleich. Ah ja, jetzt greifen sie aber zu. Es kann sein, dass der Preis wirklich zu teuer war. Crazy shit. Oh ja, alles klar. Der hat gezogen, der Preis. Mal ganz kurz gucken. Vielleicht mache ich da jetzt nicht so viel gewinnen. 1,13. Naja, man muss einfach mal sagen, dass die Preiseinstellung natürlich echt auch schwierig ist. Man kann den Preis scheinbar nicht so richtig frei bestimmen. Okay,
So, wir können noch mal auffüllen. Ne, eigentlich so ein Schweinchen da reinsetzen, das ist dann aber auch schon. Von den Hitzelszwergen hier. Was sind das eigentlich? Irgendwie komische Geister. Hm. Ich finde es sehr entspannt. Ich finde es sehr entspannt und ich glaube, wenn ich hier fertig bin mit dem Let's Play, ist ja nur kurz Let's Play, da hatte ich ja schon mal gesagt, dann werde ich anfangen loszusuchten. Oh, warte mal, da ist schon wieder einer, ein Stinker unterwegs. So, bitteschön. Ja, außer ihr sagt natürlich, ihr habt mega viel Bock und wollt unbedingt noch mehr sehen. Dann kann ich natürlich noch ein paar Folgen machen. Aber wie gesagt, das mache ich nur auf Zuruf. Das mache ich nicht einfach mal so. Habe ich da noch mehr? Warte mal, das ist ja der gleiche Kram hier. Ach, du Heiliger. Ja, man muss eben auch manchmal Lagerbestände zählen und so ein Kram machen. So, guck mal, können wir das doch mal hier. Die Box ist leer, genau, guter Check. So, dann würde ich doch sagen, an der Stelle machen wir erstmal Schluss für heute. Jetzt ist die letzte Folge dann doch nicht mehr so kurz, sondern die normale Länge. Ich danke fürs Zusehen. Zack. Und ja, nächste Folge geht es dann weiter. Wie gesagt, wir machen 10 Folgen für diesen Kurz-Let's Play. Und ja, ihr könnt gerne mal ein Feedback da lassen. Lieber in Schriftform als in hier Dingsform. In Daumenform. Weil ich ja sonst gar nicht weiß, was eure Kritikpunkte sind, ne, wenn ihr das nicht schreibt. Naja, gut. Wie dem auch sei, vielen Dank erstmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.